Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu God of War Ragnarök. Wir sind in Vanaheim, haben hier ein paar neue Leute getroffen. Brock hat seine alte Freundin wieder getroffen, eine Zwergin, die hier ihren Laden hat, als Zwerg in Vanaheim, wo es ja eigentlich nicht, ja, oder noch keinen Laden vorher gab. Jedenfalls Brock und Siri haben hier keinen Laden. Wir werden hier mal versuchen, mit ein paar Leuten zu sprechen. Die Alben interessieren mich auf jeden Fall auch. Neue Rüstung haben wir im letzten Video geholt. Ah, auf jeden Fall cool. Leute, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen Episode. Und auch danke für den Daumen nach oben in der letzten Folge, wo echt wieder so viel passiert war hier. Vanaheim wirkt auf jeden Fall etwas feindselig. Die ganze Umgebung, die ganze Dschungel und so. Aber die Rüstung, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich die im Kampf ein wenig verhält. So, also viel Spaß mit der heutigen Folge. Freyrs Klage. Guck mal, Freya und der heißt Freyr. Ähnliche Namen, Bruder und Schwester. Ich kann das nicht tun, aber ich muss es tun. Ich schreibe dies auf, weil ich die Worte nicht laut aussprechen kann. Ich schreibe dies auf, weil es vielleicht, wenn alles gut geht, eine lustige Erinnerung an den Mann sein wird, der ich einst war. Ein Mann, der Angst hat, der überfordert ist. Ein Mann, der nicht aufhören kann, sich wieder und wieder eine einzige Frage zu stellen. Was würde sie tun? Also seine Schwester. Ich würde sie gerne fragen, aber sie ist fort. Also schätze ich, dass ich in ihrem Namen antworten muss. Sie würde mir sagen, dass ich mit dem Gejammere aufhören soll. Sie würde mir sagen, dass ich nicht wichtig bin, dass meine Ängste, meine Unzulänglichkeit irrelevant sind. Wichtig ist einzig und allein, dafür zu sorgen, dass das Volk Vanaheims das Joch der Asenherrschaft abwehren kann. Sie würde mir sagen, dass ich Angst haben darf, dass ich wütend sein darf, aber vor allem, dass ich stark sein muss. Das Volk Vanaheims braucht einen Anführer. Und in absehbarer Zukunft sieht es so aus, als wäre ich das Beste, das sie kriegen können. Mann, ich wünschte, sie wäre hier. Ja, jetzt ist sie hier. Als Vogel. Gut, dann war das ein weiteres Wissensding hier, ne? Wir sind nämlich in einem neuen Gebiet hier, in Freyrs Lager. Und auch hier gibt es zwei legendäre Truhen. Ein Wissen haben wir schon von den Zweien. Dann gibt es hier noch ein Artefakt und ein Odinsrabe. Interessant. Ganz schön groß. Da ist noch eine Kiste, da auch. Darf ich mich jetzt hier schon umsehen oder muss ich jetzt mit den Quatschen nach... Ich gehe einfach mal rum. Kann ich meine Axt in die Hand nehmen? Nee, kann ich nicht. Da ist auch wieder so ein Wandloch, was wir noch nicht benutzen können. Da auch. Die wir schon ins Svartalfheim gesehen haben. Da ist ein Boot. Mit dem kann man dann hier so rumfahren, um weitere Sachen zu erkunden. Vielleicht lernen wir hier bald was. Ich kann hier runter. Ne, kann ich wahrscheinlich erst, wenn diese Dinger hier benutzbar sind. Okay. Hier ist noch das zweite Wissen. Haben wir schon das zweite. Fertig. Erinnert mich an ein Lied aus Vanaheim, das ich einst hörte. Okay. Ein Schlaflied. Schlaflied aus Vanaheim. Ich segne die Regenzeit in Vanaheim. Worte aus einem traditionellen Lied aus Vanaheim. In Griechenland diente der Regen als Erinnerung, den Göttern zu huldigen. Beten die Menschen dieses Landes neben ihren Göttern auch den Regen an? Da ist ein Regenwald, ne? Der braucht Regen. Okay, hier haben wir Wasser. Da kann ich nicht rein. Ich kann hier aber rüberhüpfen. Kriegen wir schon die erste legendäre Kiste hier? Nein, kriegen wir auch nicht, weil hier ist das nächste, was wir noch nicht anfassen können. Die legendäre Kiste da drüben. Da muss ich also noch warten. Aber hier in dem Bereich kann ich meine Axt nehmen. Nee, aber ich kann zielen. Vielleicht ist der Vogel dann auch da drüben oder hier oder woanders. Eine Waage, noch eine Waage. Trainingsstatuen. Noch ein Boot, das ist aber groß, geräumig. Aber, na gut, das ist nicht dicht. Vielleicht doch gar kein Boot. Da können wir nicht. Kommen wir jetzt zu dieser Brücke, die da ist. So Leute, was ist mit euch hier? Wir wünschen, dass dieses Lager geheim bleibt. Verstanden. Ich werde es nicht gefährden. Na, das würden wir nicht wagen. Nee. Gut. Das ist Biergier.
Ja, sie ist auch ganz schön groß, der Bierige. Hallo, Diener von Freya. Sprich nicht mit ihm. Solltest du nicht weiterziehen, Fremder? Vielleicht kann er helfen. Kein Grund für Feindseligkeit. Mir fallen mindestens 12 ein. Geh. Folge deinem Vogel. Das ist nicht mein Vogel, das ist Freya. Ja, sieht mir doch, guck mal, jetzt hat sie wieder so ein Lächeln drauf, ne? Eben war sie echt... Jetzt sieht man um eure Geschichte. Dunkel- und Lichtalbe hier zusammen. Was geht mit euch? Warum können eure Völker nicht so sein wie ihr? Also zusammen und in Frieden. Die Tür ist zu, dahinter ist die Brücke. Gut, dann quatschen wir hier mit denen, oder? Ja. So, Frier. Tut mir leid für die unfreundliche Behandlung, Fremder. Wir sehen normalerweise nur Asen in dieser Gegend. Keine freundlichen Gesichter. Das ist ein freundliches Gesicht, oder? Er heißt Kratos und nein, die Asen sind in Vanaheim. Wir sind besetzt seit... zu lange. Wie lautet der Plan? Ich arbeite noch dran. Bruder, ich könnte hier von Nutzen sein. Wenn mein Rat erwünscht ist. Ich nehme, was ich kriege. Ohne mich wird eure Mission deutlich ruhiger ablaufen. Holt mich ab, wenn ihr fertig seid. Jetzt lassen wir Mimir hier auch zurück. Wir sollten jetzt nochmal Bescheid sagen. Ja? Solange du für meine Schwester arbeitest, pass auf, dass du keinen Mist baust. Vergebung ist nicht so ihrs. Dafür ist es leider etwas zu spät. Also gut, dann kommen wir mal zur Sache. Erzähl mir von eurer Armee. Sie steht vor dir. Was? Ihr 5 gegen Odins Armee? Naja, 6, wenn man den Hund mitzählt. Ach, Scheiße. Yep. Weißt du, wie viele es sind? Streitkräfte, Bewegung, Außenposten. Wir haben gute Informationen. Nur zu wenig Hilfe. Verstehe. Na, dann werfen wir mal einen Blick auf die Karte. Okay. Sie haben einen Hund. Alles klar. Haben wir echt Probleme. Wir lassen jetzt also Mimir zurück und dann habe ich niemanden, der immer im Kampf sagt, hey, von hinten wärst du angegriffen. Weil ich jetzt hinten keine Augen mehr habe. Da ist der Hund. Das sieht aus wie ein Schwein. Den habe ich gar nicht gesehen. Von vorne jedenfalls. Mit Werkzeugen an der Tasche. Ist das ein Schweinehund? Gibt es sowas? Das ist auf jeden Fall ein Schweinehund. Guck dir mal die Nase an. Hat er gerade was geworfen? Auf mich? Hä? Ich hau dich gleich. Aber leider haben die nicht mehr so viel zu erzählen. Dann gehe ich jetzt weiter. Bevor mich der Schweinehund noch angrunzt. Sind wir jetzt ganz allein unterwegs? Dass es keine Ablenkungen mehr gibt. Ich habe Rat, falls du ihn hören willst. Dann sprich. Diese Wut, die du auf deinen Bruder hast, die kenne ich. Du hast einen Bruder? Sein Name war Deimos. Als wir jung waren, entführten ihn 2 Götter wegen einer Prophezeiung. Die Götter meiner Heimat hinterließen kaum Überlebende. Und als ich erfuhr, dass er noch lebte, war es für eine Wiedergutmachung zu spät. Sein Zorn brachte ihn gegen mich auf. Aber ich habe nie aufgehört, meinen Bruder zu lieben. Du findest meine Wut irrational. Du kennst Freyr erst so kurz und stellst dich schon auf seine Seite. Ich stelle mich nicht an. Du äußerst dich nur zu einem Thema, von dem du keine Ahnung hast. Ja, doch, er erklärt, dass er auch ein Problem mit seinem Bruder hatte. Also, hat er schon Ahnung von. Übrigens, die rote Tätowierung hier, die hat er sich machen lassen wegen seinem Bruder. Um ihn noch ein bisschen zu ehren. Aber da dachte er halt noch, da dachte er, sein Bruder wäre tot. Und deswegen hat er sich die rote Tätowierung auf die Haut machen lassen. So, Deimos sah nämlich dann auch so ähnlich aus. Ich höre den Odinsraben von hier aus. Habe ich gehört. Aber ich habe Kopfhörer auf. Danke. Ich habe übrigens mein Schild noch verbessert, ein paar Stufen aufgewertet. Ich glaube 2 Stufen insgesamt.
Das ist nicht der Odins Rabe, das ist Freya. Überall da, da ist er. Ist auch wieder so einer, der stillhält. Ja. 17! Ich glaube, ich habe nur einen, ne? Dann kann ich wieder in die Rabenwelt und mir dann die Brust holen. Dann ist die Frage, was auf der Brust wohl drauf sein wird. Ob die besser ist als die, die ich jetzt habe. Aber ich werde sie mir auf jeden Fall holen, weil ich ja alle Kisten bei dem Raben öffne. Was ist das für eine coole Statue? So, also, jetzt haben wir hier in dem Gebiet Wissen zweimal gefunden. Odins Rabe auch. Fehlen nur noch die legendären Truhen. Eine haben wir gesehen, da kommen wir nicht ran. Ein Artefakt können wir vielleicht noch finden. Und eine Kiste. Wobei hier hinter könnte wahrscheinlich auch noch was sein. Da kommen wir auch nicht durch. Bisher noch keine neuen Werkzeuge gefunden. Geht wieder los mit den gefährlichen Pflanzen. Okay, hier wieder eine Abzweigung. Da können wir rüber. Hier können wir aber auch noch runter. Ah. Wieder so eine Kiste. Kommt mir aber genau recht. Ich habe so viel Hacksilber ausgegeben, dass ich jetzt mal wieder ein bisschen was brauche. Rüstung kaufen und Schild verbessern war teuer. Sonst sehe ich hier gerade nichts. Okay. Da knurrt was. Ein Vergessener. Okay. Ah ja, die kenne ich ja noch. Also, so einen habe ich auch schon mal besiegt. Greift er mich an oder läuft er hier nur rum? Ich glaube, der greift mich an. Waldvergessener. Hat Feuer, glaube ich. Nimm, was er fallen gelassen hat und wirf! Ja. Halb tot, das ist voll easy. Er hat wieder was fallen lassen. Haut mal ab hier, ihr blöden Kackviecher. Nein, ich hab echt keine Zeit für euch. Ich muss den Vergessenen umhauen. Und sein Herz ist raus. Muss schnell mal heilen. Ja. Runter von mir. Oh, das war ein roter. Du hast schon gegen sie gekämpft, oder? Ja. Typisch. Typisch? Aber das war einmal Notwehr im anderen Teil. Da habe ich viele Vergessene besiegt, ja. Chaosflamme! Müssen wir jetzt echt so viel Chaosflammen haben? Es ist langsam mal Zeit, es die Chaoslinge auf zweite Stufe zu bringen, ey. Habe ich nicht schon 6? Hier bin ich eben gerade durchgekommen, ne? Ja. Da bin ich durchgekommen. Das hier wollte ich aufheben, dann kam der Kampf, deswegen wurde das wieder blockiert. Und da geht's durch. Was haben wir denn sonst noch? Kann ich hier noch irgendwo Axt draufschmeißen? Das hier sieht eher aus wie ein Rückweg. Wenn ich oben bin, dass ich hier wieder runterrutschen kann. Hm. Also Odin hat einfach auf den Frieden hier drauf geschissen, ne? Ich weiß, was du tust. Ja? Du spielst mit meinem Mitgefühl in der Hoffnung, dass ich dich am Leben lasse.
Ich will doch nur helfen. Die Fehler der Vergangenheit müssen nicht wiederholt werden. Ich muss nichts über deine Fehler hören. Ich habe selbst genug gemacht. Danke. Das stimmt. Naja, dann erzähle ich dir von meinen Fehlern und dann machst du nicht die gleichen, oder? So, also Mimir wollte Frieden stiften zwischen Vanaheim und Asgard. Hat dann die Hochzeit von Freya und Odin eingeleitet. Von wegen dann, ja, wir verheiraten die jetzt und dann ist danach Frieden. Aber Odin hat sie nicht dran gehalten. Er hat hier trotzdem Leute angegriffen. Legendäre Kiste. Da muss ich darüber. Das hier sieht aber nicht so aus, als würde ich da locker rüber spazieren können. Ist da noch ein Eimer, der da hängt? Nee. Okay, wie komme ich da hin? Hier geht es ja nur wieder so runter. Oh oh. Wollt euch nicht aufscheuchen. Okay, jetzt wo ich Hälfte von Rage voll hab, merkt man aber schon, dass der Nahkampfschaden sich ordentlich erhöht hat hier. Mit den leichten Angriffen, wie man die hier schon umklatscht. Nein. Nicht nochmal. Alter. Hat er meinen Runenangriff versaut. Toll. Nice. Das war gut. Also diese Brust ist mit der Fähigkeit drauf. Mehr Schaden machen, wenn Rage voll ist und sowas. Das ballert. Und die Heilsteine, die heilen dann durch die Rabenrüstung dann auch ziemlich gut. Okay, das hier ist der Hauptweg. Da geht's wieder raus aus dem Gebiet. Noch nicht durchgehen, weil ich hier noch nicht fertig bin. Ich will natürlich noch die legendäre Kiste da oben haben. Ja, scheint nicht zu klappen, oder? Ich kann hier nicht dagegen. Scheint so, als komme ich da noch nicht hoch. Das hier hat doch bestimmt auch was mit dem... Oder ist das nur für den Rückweg? Weil so kann ich... Wenn ich das kaputt mache, kann man da bestimmt klettern und dann kann ich das Seil runterrutschen und bin wieder auf der anderen Seite. Aber es ist noch nichts, wie ich dann da hochkommen soll. Hier ist ja auch gar nichts mehr. Könnte sein, dass das vielleicht auch noch nicht zugänglich ist. Ich komme hier auch nicht wieder rauf. Aber es gab da auch keinen Weg darum. Wir müssen ja sowieso einige Gebiete immer noch mal wiederholen, um alles zu holen. Ich habe da jetzt keinen Weg gesehen, da hinzukommen. Aber hier, das ist ja auch noch da. Was macht der Baumstumpf? Oh, interessant. Baumstumpf, dann gibt es einen Flächenfrostangriff. Hätte man im Kampf nutzen können. Ja, nur das sehe ich. Und da kommt man dann wieder zurück. Von da oben, dann mit dem Seil darüber und dann ist man wieder da und dann könnte man da vielleicht noch irgendwie dahin kommen. Ja. Verschieben wir auf später. Also beide legendäre Truhen... Wo ist das Gebiet? Hier. Beide legendäre Truhen hier nicht wirklich für mich zugänglich. Aber hier ist auch schon wieder ein anderes Lager. Mal hier verschwindet das erste. Hier ist das. Hier drüben. Und hier ist schon wieder nichts. Vielleicht auch schon wieder ein neues Gebiet. Nein. Gucken wir später. Alle wollen mir unbedingt Ratschläge geben. Als ob ihr mich oder meine Bedürfnisse kennen würdet. Ihr seid schuld am größten Verlust meines Lebens, um mich zu retten, obwohl ich es gar nicht wollte. Tja, es war meine Familie. Mein Chaos. Ich weiß, Baldr war nicht perfekt, aber er gehörte zu mir. Ich weiß. Du weißt es?
Hast du auch nur die geringste Ahnung, wie es ist, ein Kind zu verlieren? Ja. Ja. Habe ich. Das stimmt. Du hattest noch eins? Vor Atreus? Ja. Ihr Name war Calliope. Calliope. Was ist passiert? Es ist so lange her. Vergiss es. Ich hätte nicht fragen sollen. Das war tragisch mit Calliope. Was ist passiert? Das wäre auch eine Geschichte für Freya, ey. Ihr das zu erzählen. Dass Kratos selbst seine Frau und seine Tochter getötet hat. Ist eine Geschichte, die man nicht einfach so erzählt, ne? Aber seine Tochter ist ja noch bei ihm. Und seine Frau. Auf seiner Haut. Die Asche. Er hat sie immer bei sich. Und deswegen wird er jeden Tag auch noch daran erinnert. Guckst du nach oben wegen den Eimer, rennst du hier blindlings in eine Giftpflanze rein, habt ihr gemerkt? So, wir sind auf jeden Fall schon wieder in einem neuen Gebiet. Und dann schießt das Ding genau dahin, wo das aus dem Eimer landet, ne? Alles will ich hier einfach töten. So, da komme ich nicht hoch. Hier ist wieder so ein Wanddingens. Deswegen kommt man da nicht hoch. Aber hier in dem Gebiet gibt es auch wieder einen Raben. Nordentruhe eine, zweimal Wissen, ein Odinsrabe in den östlichen Barriwald. Da gibt es die nächsten Sachen. Wenn ich den Raben jetzt habe, habe ich 18. Und auf jeden Fall genug wieder, um eine Kiste beim Baum zu öffnen. Okay, nächster Durchgang. Wer sind die denn? Ein Herrjahr. Das sind also, Einherjahr? Besatzungstruppen. Das war's mit dir. Hey, hey. Schön. Denk daran, deine Angriffe werden an ihren Schilden abprallen. Ja, da oben, die da oben ist weg. Machen auf jeden Fall Bifröst-Angriffe. Ah, da rede ich davon, wird voll getroffen. Wow, die hat mit dem Bifröst neue gerufen. Noch eine? Musst du immer da oben stehen? Wow, was? Das sind furchtbare Kreaturen und sie verteidigen ihr Revier. Ja. Viel Glück. Digga, ich gehöre nicht zu denen. Erstmal sein Schild wegbrennen mit Eis. Hat geholfen. Okay. Gott, wie viel Schaden man macht, wenn der Ragebalken einfach voll ist mit der Brust. Nice. Das erinnert mich voll an die alten God of War Spiele. Mit der Kette gerade, weil man so ähnlich auch immer die Hunde aus
ja, aus Hades platt gemacht hat. Die Hades-Hunde, die Kerberos und so. Die dreiköpfigen Höllenhunde, die hat man genau so platt gemacht in God of War 3 zum Beispiel mit den Ketten immer und dann das Maul aufgerissen und ja, kommt der alte Kratos hier wieder durch. Ah, hier ist wieder so ein Stamm, den ich im Kampf hätte einsetzen können. Aber guck mal, der Rage-Balken ist unten voll, alle drei Dinger. Und damit mache ich jetzt so viel Nahkampfschaden, ey. Diese Brust ist mächtig. Ich weiß nicht, ob die vielleicht zu mächtig für dieses Spiel ist. OP-Item. Bisher echt krass. Aber gut, die Kämpfe werden wir bestimmt auch. Wir müssen zu diesem Wachturm. Der schwieriger. Weg führt durch dieses Tal. Hier lang. Naja, wenn die Kämpfe noch schwieriger werden, die Gegner auch, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, mal so eine Axt, so eine Brust dabei zu haben mit so viel Schaden. Na, ich mach das doch nochmal weg hier. Damit sich kein anderer daran verletzt. So, hoch geht's. Ich kenne die Geschichte deines Sohnes. Du sollst die meiner Tochter kennen. Ein grausamer Gott täuschte mich und ließ mich ein Dorf auslöschen. Ich wusste erst, dass meine Frau und meine Tochter dort waren, als ihr Blut an meinen Händen klebte. Ich schwor Rache. Es ist unvorstellbar. Ich rächte sie tausendmal und legte den Olymp in Schutt und Asche. Doch, die Schuld blieb. Vielleicht wirst du mich töten, Freya. Aber es wird dir keinen Frieden bringen. Vielleicht will ich keinen Frieden. Da hat er die Geschichte doch nochmal erzählt. Von seiner Frau und seiner Tochter, dass er sie auf dem Gewissen hat. In seinem Blutrausch. So oft, wie ich zu dir kam... Warum hast du nie gegen mich gekämpft? Es wäre immer eine Niederlage gewesen. Was soll das heißen? Ich wollte dir nie etwas antun, Freya. Du hast Atreus gerettet, als er krank war. Ich wollte nicht damit leben, dich zu töten. Genauso wenig, wie ich sterben wollte. Verstehe. Tja. Egal, wie es ausgegangen wäre. Beides wäre Kacke. Entweder wäre er gestorben oder sie. Beides wollte er nicht. Okay. Mensch, Kratos öffnet sich ja richtig. Allerdings. Da sind Drauge. Vielleicht auch schon die nächsten Drauge-Löcher. Okay. Es warten die nächsten Gegner auf uns. Und noch irgendwas anderes. Ich weiß nicht, ob das nur ein Drauge ist, der da vorne rumsingt. Auf jeden Fall machen wir in der nächsten Episode weiter, Leute. Ja, die Brust gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Ist echt stark im Kampf. Kämpfe gehen dadurch jetzt ein bisschen schneller, weil die Gegner einfach viel mehr Schaden kassieren. Soweit ich Rage habe, ne? Wenn der Ragebalken voll ist, dann ballert das. Aber irgendwie lädt sich der Ragebalken auch schneller auf, wenn man das auf Mut gestellt hat. Und bin ich auch nicht so darauf angewiesen, dass ich die Rage brauche, um ordentlich Schaden auszuteilen, sondern es geht auch so. Und mal wieder schöne Gespräche heute gehabt hier zwischen Freya und Kratos. So lernen die sich wirklich mal ein bisschen kennen. Und er hat sich geöffnet und hat es von seiner ersten Familie erzählt. Kommt nicht häufig vor. Ich weiß nicht mal, ob Atreus das alles genauso weiß. Ist schon krass. Also, Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis zur nächsten Episode. Tschüss.